Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder verraten, wie viel Geld ich letzten Monat hier auf diesem Kanal verdient habe. Und dieses Mal möchte ich tatsächlich etwas verraten, was ich bisher noch nie auf diesem Kanal verraten habe. Nämlich auch, welche drei Plattformen mir am meisten Affiliate-Einnahmen generiert haben. Ich möchte mit euch diesbezüglich über die exakten Programme drüber gehen, möchte euch zeigen, wo ich was promotet habe und natürlich auch, wie hoch meine Provisionen sind auf den jeweiligen Plattformen. Ich möchte euch zudem verraten, welche Produkte ich im letzten Monat gelauncht habe, wie viel Geld diese Produkte ungefähr gemacht haben, und auch, wie viel Geld beispielsweise meine Akademie abwirft, wie viel Geld so ein Coaching-Programm macht und vieles, vieles mehr. Mein Ziel ist es mit euch, auch in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren so transparent zu sein, wie nur irgendwie möglich. Und ich finde, dazu gehört auch einfach, euch mal zu zeigen, hey, wie viel macht denn eigentlich so eine kleine Influencer-Brand? Und ich denke, die meisten von euch interessieren sich zuallererst mal dafür, wie viel Geld macht denn dieser YouTube-Kanal? Das heißt, wie viel Geld generiere ich durch Werbung hier auf YouTube? Also der Kanal hat derzeit 32.100 Abonnenten und insgesamt habe ich bisher 1.870 Videos gepostet. Ich habe im letzten Monat wieder jeden Tag mindestens ein Video gepostet. An zwei Tagen in dem Monat hatte ich zwei Videos gepostet und an einem Tag hatte ich mal kein Video gepostet. Da war ich, wie gesagt, im Krankenhaus und ansonsten habe ich aber jeden einzelnen Tag Content hochgeladen. Und dadurch sind folgende Einnahmen entstanden. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, nämlich reingekommen sind 2.947,24 €. Das sind die Einnahmen aus dem März. Wir sehen davor, im Februar waren es 2.821,92 €, im Januar waren es 4.807,56 €. Vielleicht fragen sich einige von euch, warum war es denn im Januar so viel Geld? Also wenn ihr den Kanal noch nicht zu der Zeit abonniert hattet, dann wisst ihr vielleicht nicht, dass ich in der Zeit sehr viele Videos rund ums Thema ChatGPT gemacht habe, rund ums Thema künstliche Intelligenzen. Und diese Videos haben natürlich unfassbar viele Klicks bekommen. Also da hatte ich einige Videos, die hatten halt Zehntausende, manche sogar über 100.000 Klicks bekommen. Zum Beispiel hier 51.000 Klicks, 50.000, 42.000, 34.000, 31.000, 35.000, 83.000 und hier mal 100.000 Aufrufe auf so ein Video. Und solche Videos bringen dann halt auch viele, viele hundert beziehungsweise viele, viele tausend Euro. Und wenn ich jetzt mal auf meine beliebtesten Videos draufgehe, dann sehe ich natürlich auch, dass sehr viele von diesen ChatGPT-Videos jetzt unter den Top-Videos sind. Und zum Beispiel dieses Etsy-Video hier, das geht langsam auf die 2.000 Euro zu. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, alle anderen Videos haben dementsprechend jeweils weniger als 2.000 Euro gemacht. Zum Beispiel das Fiverr-Video hat so um die 1.300 Euro, meine ich, gemacht. Das heißt, ihr könnt euch auch vorstellen, diese Videos hier haben auch eigentlich alle vierstellig gemacht. Und schauen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen die Einnahmen aus dem Dezember und dem November an. Nämlich im Dezember waren es 3.064,67 € und im November waren es 2.524,89 €. Und ich kriege oftmals die Frage, warum mache ich so viel Geld mit so einem kleinen Kanal? Weil die Klicks sind jetzt nicht unbedingt bombastisch. Also man sieht es ja hier, an manchen Tagen habe ich gerade mal 762 Aufrufe oder hier mal 1367 oder 1320. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich eine relativ hohe CPM habe. Das heißt, ich kriege erstaunlich viel Geld für 1000 Klicks. In der Regel sind das ungefähr derzeit bei mir so 50 Euro. Das heißt, ich kriege 50 Euro für 1000 Aufrufe. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Video mache, sagen wir mal zum Beispiel mit 3000 Aufrufen, dieses Video hier, dann macht das mir allein in Ad Revenue ca. 150 Euro. Und ich monetarisiere natürlich noch durch andere Methoden. Und im letzten Monat, und da bin ich wieder ganz transparent mit euch, hat ein Produkt bei mir sehr gutes Geld gemacht. Ich habe das auch für ungefähr zwei Jahre angeteasert, nämlich die Service Flipping Masterclass. Und da bin ich auch wieder ganz ehrlich mit euch, wie viel Geld macht so ein Kurs? Also der Kurs hat sich derzeit oder bisher ungefähr 80 Mal verkauft. Das heißt, wenn ich jetzt 80 mal 197 Euro rechne, sprechen wir hier ungefähr von 16.000 Euro mit so einem Kurs. Das ist ungefähr das Revenue jetzt in diesem Monat mit so einem Kurs gewesen. Und ich weiß, viele von euch werden sicherlich das irgendwie eigenartig finden, dass ich da mit euch so transparent bin und euch durch die Einnahmen mal zeige. Aber hey, ich meine, es ist ein Geldverdienen-Kanal und ich finde es einfach nur ja, wichtig und gut, mit euch auch solche Zahlen mal durchzugehen. Das heißt, wie viel wirft so ein Kurs ab? Ich denke, in meinen nächsten Monaten wird der sicherlich auch ungefähr ja, fünfstellig im Monat schätzungsweise schon machen. Das heißt, es kann gut sein, dass ein so ein Produkt tatsächlich auch zu einem sechsstelligen Business insgesamt wird. Und dann natürlich noch die Frage, wo verdiene ich noch Geld auf diesem Kanal? Also der Kanal macht einmal Geld klar durch ganz typisch das Ad-Revenue, dann natürlich zum Beispiel halt durch diesen Kurs, den ich jetzt gelauncht habe. Dann habe ich natürlich noch alle möglichen Kollaborationen zusammen mit Leon Kramer. Ich denke, viele von euch sind sicherlich vielleicht auch auf diesem Kanal hier unterwegs, nämlich dem Team-Leon-Kanal.
Den haben wir zusammen gelauncht. Wir haben da auch mehrere Kurse zusammen rausgebracht, den Finanzielle Freiheit Meisterkurs, den Künstlichen Intelligenz Meisterkurs. Die machen auch sehr, sehr gutes Geld. Und ich habe natürlich noch einen weiteren monetarisierten Kanal. Und das ist dieser Kanal hier, der Leon Chattari Tutorials Kanal. Übrigens, der Team Leon Kanal ist auch monetarisiert. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich keinen Zugang zum Kanal habe. Wie viel Geld der macht, nicht wirklich viel. Aber hier der Leon Chattari Tutorials Kanal, der fängt langsam ein bisschen an, Geld zu machen. Also im letzten Monat waren es ungefähr 60 Euro, die der gemacht hat. Und ich schätze, diesen Monat werden es ungefähr 100 Euro sein, die der Kanal machen wird. Also alles wirklich noch im kleinen Rahmen, aber ich denke mal, mit der Zeit wird das auf jeden Fall größer werden. Dann, was wirft noch Geld ab? Klar, auf jeden Fall die Akademie, also meine Online-Akademie, My Teaching Hero. Hier verkaufe ich vor allen Dingen sehr viel durch Mitgliedschaften. Das heißt, Leute kaufen sich einen Zugang zu allen von den Kursen und können dementsprechend die Kurse sich alle anschauen. Ansonsten kosten halt die einzelnen Kurse 59 Euro. Im vorletzten Monat habe ich die Kurse im Preis nach oben korrigiert und das hat bisher nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, ich muss mal schauen, wie ich die Preisstrategie hier auf meiner Plattform weiter ausbauen werde, ob ich den Kurspreis erstmal so lassen werde, ob ich ihn vielleicht wieder senken werde, höhen werde, weil ich finde es etwas schade, dass ich nicht mehr Sales dadurch oder nicht mehr Umsatz generieren konnte und obwohl ich ja, wie gesagt, den Preis nach oben korrigiert habe. Oftmals ist es so, habe ich zumindest aus Erfahrung lernen können, wenn ich meinen Preis nach oben korrigiere, macht es auch mehr Umsatz. Hört sich vielleicht ein bisschen eigenartig an, wenn ich das jetzt so salopp ausdrücke, aber in der Situation ist es jetzt so gewesen, dass die Sales zurückgegangen sind und natürlich aber die Einnahmen pro Sale nach oben gegangen sind und es hat sich nicht viel genommen. Das heißt, meine Einnahmen sind nicht gestiegen, sind nicht gesunken, sind ungefähr gleich geblieben und das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass die Einnahmen mit der Zeit steigen. Deswegen muss ich mal gucken, was ich hier am besten noch mache, um, wie gesagt, die Einnahmen zu erhöhen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich hier größere Bundles anbiete, dass ich hier ein paar Special Offers gebe, dass ich hier noch mehr wieder auf Coupons setze. Muss ich mal gucken, was ich da am besten mache. Dann eine weitere Sache, die natürlich auch Geld bringt, ist das Coaching-Programm. Beim Coaching-Programm ist es so, dass ich im letzten Monat 5-mal das VIP-Paket verkauft habe. Beim Premium-Paket rechne ich immer im Monat von ungefähr 20 Sales und das Basic-Paket verkauft sich auch so zwischen, sagen wir mal, 15 bis 25 Mal im Durchschnitt. Das heißt, so ein Coaching-Programm kann auch im Monat gut fünfstellig machen. In manchen Monaten ist es nicht so, in manchen Monaten ist es so. Jetzt der letzte Monat war wieder relativ stark. Und ansonsten, wo kommt noch Geld rein? Also meine größten Affiliate-Einnahmen generiere ich mit der Finance Ads Affiliate-Plattform. Das heißt, hier bin ich Affiliate für unterschiedlichste Finanzanbieter. Darunter zum Beispiel halt die Comdirect, darunter zum Beispiel Naga und viele, viele weitere Unternehmen. Und diese promote ich natürlich über den YouTube-Kanal und dadurch erziele ich Einnahmen. Eine weitere Affiliate-Plattform, wo ich Affiliate bin, ist die Plattform DaisyCon. Hier gibt es vor allen Dingen Affiliate-Programme für Plattformen, wo ich also dafür bezahlt werde, wenn sich eine Person über meinen Link bei der Plattform anmeldet. Da sprechen wir dann von ganz, ganz kleinen Einnahmen. Das heißt oftmals von irgendwie, was weiß ich, 2 Euro pro Anmeldung oder auch mal nur 1 Euro pro Anmeldung. Kann aber auch hochgehen bis auf 10, 12, 13. Ich meine, sogar ein Programm kriege ich 19 Euro pro Anmeldung. Und das ist natürlich etwas, was für mich sehr gut ist, weil ich sowieso diese Plattform vorstellen würde. Und wenn ich sie dann natürlich vorstelle und ich werde noch dafür bezahlt, dass ich einfach Leads praktisch für die Plattform generiere, ist es für mich natürlich doppelt gemoppelt gut. Und dann natürlich noch ein weiteres Affiliate-Produkt, das bei mir sehr gutes Geld abwirft, ist Publisher Rocket. Bei Publisher Rocket habe ich immer im Monat zwischen 10 bis 40 Sales, also der schlechteste Monat war wie gesagt nur so ungefähr 10 Sales und der beste Monat vielleicht 40 Sales. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie viel Geld kriege ich bei so einem Publisher Rocket Sale? Ich kriege immer eine Provision von 50%, das heißt, das Produkt kostet 97 Dollar netto, das heißt, die Hälfte davon ist 48,50 und wenn ich dann also 10 Sales Mode generiere, sind es, sagen wir mal, 480 oder 485 Euro. Und wenn ich 40 Sales generiere, das ist ungefähr mal 4, das heißt, wir sprechen ungefähr dann von 2000 Euro hier pro Monat mit Publisher Rocket. Genau, und das sind tatsächlich die Einnahmen, die hier dieser YouTube-Kanal generiert. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentarsektion rein und natürlich ein Link zur Flipping Masterclass ist auch in der Videobeschreibung drin. Wollt ihr gerne mehr von genau solchen Updates-Videos sehen? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, dann mache ich gerne wieder in den nächsten Monaten Update-Videos. Das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.